Die Haupttriebwerke der US-Raumfähre Discovery sind heute in Cape Canaveral erfolgreich getestet worden. 22 Sekunden lang liefen die drei Raketenmotoren mit voller Kraft. Wegen technischer Probleme war die Leistungstest am Boden 5-mal verschoben worden. Der geglückte Probelauf ist die Voraussetzung für neue bemannte Raumflüge. Sie waren nach der Challenger-Katastrophe am 28. Januar 1986 eingestellt worden. Damals kamen 7 Astronauten ums Leben. Der Discovery-Start ist für Ende September, Anfang Oktober vorgesehen.